So, dann sage ich doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Immer noch live von der Farbe, ganz genau. Und was haben wir hier? So, hier wird Benzin geholt. Ach, das ist wieder schön Geld hier, ne? Mach voll den Hobel. So, Bitumen. Das haben wir auch begrenzt, ne? Auf 66 Leute, das ist klar. Ne, auf 120 Leute. Wir können das auch noch weiter runterdrehen. 90, ne? Das ist immer noch genug. Oder noch weiter runter. 60 Mann? Ja, 60 Mann mehr sind wir sowieso nicht. Ne, warte mal. Wenn damit mehr kommt... 60 mal, machen wir 90 Leute, max. So. Mehr nicht. Weil wir wollen ja nicht, dass das hier überladen wird. Und wir brauchen die Leute auch oben in der Stadt sowieso. So. Warte mal, fällt's dir raus? Die sind immer nicht fix, ne? Jetzt sieht man erstmal, wie langsam die sind. Der will Bitumen fahren. Das gibt ja richtig Asche. Oh, er ist fertig hier. Was willst du mit? 13.118. Sehr schön. Großartig. So, Strom. Wir brauchen mal richtig Saft hier. Und ich möchte das gerne, dass wir da eine große Leitung runtergebastelt kriegen. Ich weiß nicht, ob das hier durchpasst. Ob das hier irgendwie Probleme gibt. Mal gucken. Mal gucken. So, und zwar... Die große. Und dann haben wir... Ich glaube, können wir hier ran? Kommen wir... Wir können auch hier rangehen, ne? Gebäude ist im Weg. Wunderbar. Wunderbar. Ein Gebäude ist im Weg. Ah, warte mal. Hier. Warte. Da war's. Dahin. Ich könnte ja natürlich auch die unterirdische Leitung basteln, ne? Kein Thema, nicht. Das kriegen wir hin. Warte mal, wie weit können wir denn? Können wir hier eben raus? Ne, so weit können wir nicht, ne? Guck mal auf, bis dahin irgendwo war es, ne? Wo war es hier? Irgendwo war es doch hier, ne? Da. Da können wir hin. Dann können wir auch hier raus. Ach, das geht. Guck mal hier, das klappt. So, ich wollte bis dahin erstmal. Die große, weil die kleine verschwindet gleich. Die muss auch weg. Dann haben wir die schon mal dran. So, warte mal. Und dann will ich auch gerne den Verteiler. Und zwar diesen hier, ne? Den wollen wir gerne haben. Da kriegen wir den irgendwo hingebaut. Hier wäre schon ganz cool. So, hier den da hinbauen. Zack. Dann können wir auch eine Straße ranfummeln. Damit der erreichbar ist. Mit der Feuerwehr nämlich. Das ist natürlich doof zu sehen, ne? Warte mal. So, ne? Da geht er hoch. So, und dann hier rein, ne? Geht das nicht schöner, sag mal? Ne, geht nicht schöner, ne? Kann ich das enger machen? Ne, mehr geht nicht. Okay, so. Das da kann gebaut werden. So, hühot. Das haben wir. Jetzt müssen wir sehen, dass wir... Die Stromgeschichte da rangefummelt kriege ich. Mach mal die Pause. Mach mal Pause. So. Den hier daran. So. Wusch. 17.000 kann gebaut werden mit Rubels. Da haben wir. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die ganzen Stromleitungen, die hier dran sind, da rankriegen. Alles, was da ist. Und das ist ja aber auch nicht das Riesenproblem. Warte mal, das haben wir hier. Den nehmen wir einmal genau hier ran. Ne, dann haben wir schon mal Strom für die, ja, für die Eisenbahn sozusagen. Das ist schon mal da. So, und der geht einmal von da runter. Bau das mal, ist es fertig. Dann reißen wir die anderen Kram nämlich hier raus. So, pass mal auf, das hier raus. Warte mal, vielleicht mit Rubbel, ne? Das raus, das raus, das raus, so. Dann müsste das hier weg, hier. Das muss auch weg. Und das muss auch weg. So, das hier sowieso. So, das muss raus. Das machen wir nachher weiter. Dann muss der hier komplett verschwinden, ne? So, das muss raus. Und jetzt müssen wir das Teil hier noch abreißen. Jawohl. Verschwindet komplett. So, bauen wir ab alles. So, super, gut, haben wir. Jetzt haben wir natürlich keine Leitung da. Ach, warte mal, das muss gebaut werden. Hui. So, das muss gebaut werden.
Jetzt brauchen wir die hier. Und zwar... Da steht noch ein Stückchen, das muss auch weg. Warte mal, das ist hier... Das ist die Leitung von unten. So, die kommt nochmal hier ran. Zack. Die hier ziehen wir mal hier runter. Dann kommt die nämlich da ran. So, und die hier ziehen wir mal hier rüber. Mal sehen, wie weit wir es kriegen. Bis dahin. Und dann daran, ne? So. Hui hot. So, jetzt müsste hier Saft sein. Theoretisch. Strom, ja, Strom ist da. 6,5. Jetzt müsste hier genug Strom hier oben sein. Warte mal, gleich mal gucken. Da. 1,3. Jetzt müsste hier genug Saft sein. Theoretisch. Ne? Müsste genug sein. So, haben wir irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Der hat Strom hier unten, oder? Da ist er. Jupp, Strom hat er. Alles klar. Strom ist da, wunderbar. Das ist gut. Da ist auch gut. Deswegen können wir den anderen Mist hier nämlich abreißen. Das muss weg. Und das hier drüben, ne? Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Bis dahin. So. Jetzt haben wir natürlich den hier noch. Auch weg, ne? So, wunderbar. Haben wir das aufgeräumt. Brillant. So, Saft ist da. Das ist schon mal gut. So. Die Straße wird gebaut von unseren Jungs. Das können sie nämlich machen, ne? Siehste. Ach, wunderbar. Dann haben wir das hier mit dem Strom auch geregelt. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Power hier. So, wo waren wir stehen geblieben? Warte mal, wie weit ist das denn hier? Wie weit ist denn die Brücke? 96%, die ist auch fast fertig. Dann können wir nämlich auch hier anfangen und da die Weiche rausreißen. Weil dann ist hier nämlich eine beide Richtungen zu befahren. So. Wie sieht's hier aus? Alles gut, ne? Müllcontainer ist überfüllt. Ach du Himmel. Gesundheitsrisiko. Oh nein. Aber warum denn das? Müllcontainer. Was haben wir denn hier? Haben wir auch hier Müll? Dann brauchen wir einen Müllcontainer. Guck mal hier. Das bringt aber auch nichts, wenn wir hier was reinbauen, ne? Das, glaube ich, deckt da nicht ab. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir nicht ran, ne? So oder so nicht. Das ist okay. Da ist schon Schluss. Die laufen echt nicht weit, die Jungs, ne? Die sind echt faul, ne? Das muss ich echt mal sagen. Die sind echt faul. Aber warte mal, wir müssen hier was hinbauen. Damit uns das nicht passiert. Wieso ist der Müllcontainer überfüllt? Ist noch gar nicht überfüllt. Ah, den Eisenbahn bauen. Warte mal. Das war hier, ne? Fährt da nicht einer hin? Haben wir nicht hier irgendwie einen Müllwagen, der hier mal so vorbeifährt? Vielleicht, weil er Lust hat? Da kommt doch ein Müllwagen. Der ist auch unterwegs. Wo ist denn der jetzt? Da vorne. Der ist auf dem Weg, aber warte mal, dann können wir das hier mal ein bisschen, damit das hier nicht passiert, damit uns die Jungs hier mal endlich mal nicht flitzen gehen, ja, damit das mal irgendwann vorbei ist. Dann bauen wir mal hier sowas Größeres hier mal ein. Ne? So, ne, dann bauen wir den da mal hin. Dann kann der von unseren Jungs auch gebaut werden und dann, ja, dann ist da auf jeden Fall mehr Platz für Müll. So. Käffchen, nicht vergessen. Und warte mal, weiter machen, ne? Bauen von unseren Jungs, habe ich gesagt. Ach, Mist. Ich habe ja den Haken verkehrt. Oh Gott. Hoffentlich hat das keiner gesehen. So. Straße wird gebaut, ne? Von unseren Jungs, ne? Jawohl. So, wunderbar. Haben wir. Jetzt, wie ist das hier mit den Platten? Da sind immer noch reichlich drin, ne? Aber wir haben ja auch nur einen Zug, der hier hin und her eiert. Der hier hin und her fährt, wo ist denn der jetzt? Da kommt er doch gerade. So. Nochmal ein bisschen Grünfutter.
Ja, wir kriegen es leer, ne? Sollte doch zu schaffen sein. Jetzt mal sehen, dass wir vielleicht noch einen zweiten Zug einsetzen. Den würde ich gerne einsetzen, sobald die Brücke fertig ist. Und die ist wirklich fast fertig. Er fährt nochmal und holt ein bisschen Elektrokrams, ne? ...148 Leute. Da sind schon wieder 90. Wie ist das denn hier oben? Da. 19. Schüler und Studenten. Oh, wie sieht es denn hier aus? Läuft, ne? Das sieht gut aus. Gut. Schulemäßig. Ach du Himmel, wir brauchen mehr Schulen. Wir haben zu wenig Schule. Wir brauchen noch eine Schule mehr. Wir erweitern unser Land, unser Wohngebiet ja hier hinten weiter raus. Hier ist ja noch Platz. Ne? Ich hoffe mal, das passt auch mit dem... Ja, das passt. Weil wir jetzt hier ja auch eine Shopping Mall haben. Den wollen wir auch eine Schule noch hier oben hinbauen. Irgendwo hier eine Schule zwischenfummeln. Was haben wir hier weggerissen? Da ist irgendwas. Ne, irgendwas ist hier. Die Schule. Kinder. Universität. Medizinische Uni. Wo ist denn hier ganz mal Standardschule? Da, Standardschule. Da ist er. 106 und da sind. Was ist das hier denn? Ist das unsere? Hier ist eine andere, ne? Das ist eine andere. Guck mal hier. Welche hatten wir denn sonst? War das... Nein, das Small School war es nicht. Musikschule. Old School. 120. Das sind 160. Das sind 800 Old School. Pass mal auf. Die andere fand ich gar nicht mehr doof. Schule. Die hier, ne? Die finde ich auch nicht mal so verkehrt. Die haben wir noch gar nicht gebaut. Die kann ruhig mal hier rein. Ne, ich würde mal sagen, hier, die bauen mich nochmal zwischen. Die kann ruhig weiter nach vorne rücken, ne? Dass wir hier eine Straße mal rauskriegen. Ne, geht gar nicht. Da kommen wir gar nicht vorbei. Hat die nicht auf beiden Seiten eine Straße? Warte mal, die Straße? Die hat nicht. Ich dachte, hier wäre noch eine Straße raus. Ist aber nicht. Gut, dann reiß mir kurz mal den Fußweg weg. Den Fußweg weg. So. Da helfen wir mal schnell mit. So teuer ist es ja nicht. Das kriegen wir hin. So, warte mal. Und die Schule? Da, die hier. Mach mal weg das Teil. Gut. So. Hier die Schule rein. Da die Schule hin. So. Dann kann die auch gebaut werden. Straße. Oh, hier, warte mal. Verkehr. Die Parkplätze sind ja auch noch da. Ach, du großer Himmel. Jetzt fängt es langsam an, wo das stört, ne? Die hier, die Hochspannungsleitung und sowas, die stören ein bisschen. Kleines bisschen. Nicht doll, aber immerhin ein bisschen. Warte mal, dann können wir hier nochmal eine Straße durchziehen. Von hier oben nämlich runter. Von hier oben runter, wenn es denn funktioniert. Das geht. Kriegen wir die auch ein bisschen dichter hier ran? Ja, oder wir nehmen sie von hier aus. Hier raus. Und dann darüber, ne? Mal so. Bisschen schön rund machen, so. Ne? Machen wir es mal so. Das ist schon gar nicht schlecht. Jetzt ziehen wir die mal hier runter. Hier stramm rein. Damit wir hinter dem Krankenhaus, nach hinter dem, was denn hier so passt. Passt sogar. Jetzt kommen wir da aber nicht hin, ne? Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht ran. Wir müssen da hin. Ach, du Himmel, das sieht da doof aus. Nee, warte mal, das sieht doof aus. Wir müssen hier ran, ne? Da. Da raus. Schade, dann haben wir doch Platz für irgendwas anderes. Aber die Leute sollen auch dahin laufen, ne? So. Kommen wir hier raus? Ey, du hältst das nicht aus. Da können wir gerne eine Straße zwischenbauen. Jawohl. Wenn es fußwegmäßig läuft, weiß ich nicht, weiß. Das geht. Oh, das klappt. Straße. Nimm nochmal das Stück weg hier. So. Denn daran, ne? So. Wenn wir das hier noch rauskriegen würden, das wäre auch ganz goldig. Hätten wir das auch mit. So. Kann gebaut werden, Jungs. Haut rein, ne? Ihr kennt den Weg. So, und hier nochmal Fußwege. Einmal hier raus. Wupp. Und da läuft das sowieso. Wieso haben wir hier noch, warte mal, auf Schotterwege? Das können wir verändern, ne?
Was war das hier? Die Feuerwache. Ach, das hilft mir gar nicht. Das müssen wir gleich bauen. Nicht, dass es hier still steht. Oha, das wäre noch was gewesen. So, das kann gebaut werden. Den haben wir da ein bisschen vertrübt, sozusagen. Was ist mit dem Kindergarten? Die laufen, ne? Ja, Kindergarten sieht gut aus. Hier oben nochmal kicken. Mal schnell, mal fix. Alles gut. Jawohl. So, ja, ich würde sagen, das haben wir geschafft, ne? Ist sie fertig? Oh, sie ist fertig. Sie ist fertig. Du glaubst es nicht. Super. So. Dann müssen wir mal kurz hier operieren. Warte. Gleis entfernen. Gleich mit Rubel, ne? So, und zwar hier. Lass mal raus. Genau. Und gleich Signale setzen. Weg, weg, weg. So, und zwar... Wo haben wir denn jetzt Signale? Da haben wir ein Signal. Machen wir das hier genauso. So. Und dann hier nochmal, ne? So. Das wird rausgerissen, das passt. Dann fahren sie hier rüber und dann haben wir einmal da vorne. Und zwar... Ich würde die am liebsten noch weiter nach vorne drücken, das Ganze. Den Weg und einmal die Chain-Signal rein. So rum und dann einmal die beiden rausnehmen. So. Ich weiß nicht, ob wir hier vorne noch einen hinkriegen. Damit wir das freikriegen. Aber ich weiß nicht, wie lang die nachher die Züge nachher werden. Das könnte nur ein klein bisschen problematisch werden. Aber gut. So, haben wir. So, jetzt haben die natürlich nichts mehr zu tun, die Jungs, ne? Die sind jetzt arbeitslos. Aber es wäre ja nicht so, wenn das wir nichts finden würden. So, was ist hier? Ist das langsam mal fertig? Jetzt ist ein großer Parkplatz hier. Jungs. So, ach, die wollten auch nochmal auf die Busse fahren, da oben, um die Ecke rum. Das hier nochmal optimieren. Keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Am liebsten hier nochmal eine Straße rüberziehen. Von da. So war. Ich würde sagen. Ach Mist, das habe ich schon wieder vorgebaut. Also hör auf mit sowas. Ah, wieder nicht drauf geachtet. Mist, das ist kacke. Panne. Nicht gut. Was steht hier? Neuer Fahrzeugtyp. Oh, ein Flugzeug. Ja, bis wir da rankommen, glaube ich, das wird noch was dauern. Was ist denn das hier? Warte mal, was war denn das? Fußwege? Wohin? Ach, da. Ja, bau mal. So. Aber sie wächst, ne? Unsere Stadt wächst so langsam. Die wird immer ein Stückchen größer. Ich glaube, hier können wir keinen Kreisverkehr hinbauen, ne? Oder? Hätte ich auch irgendwo ganz gerne. So ein bisschen Kreisverkehr hier oben ran, das wäre auch ganz cool. Oder? Jetzt fängt er an und macht Blödsinn. Na, es wird schwierig, ne? Wird schwierig. Aber hier können wir die Kreuzung ein bisschen schneller machen, ne? Das würde hier funktionieren. Das müsste gehen. So. Bau mal. Und warte, diese Seite auch nochmal, ne? So. Ich meine, das müsste schneller gehen. Theoretisch. Was haben wir denn hier? Das nichts, ne? Da haben wir... Wenn ich das hier rausnehme, auch nichts. Freihand, Geschichte, mal gucken, wie das läuft. Auf jeden Fall ist die Kreuzung jetzt schneller. Also, theoretisch, ne? Also...
Gut, hätte vielleicht im Kreisverkehr sogar besser gepasst. Wir lassen mal so. So, wir lassen mal so. Warum bremst er so dermaßen ab? Warum macht er das? Jungs, warum macht ihr das, Jungs? Jetzt mal schauen, wer hat einen Vorfahrt hier? Das ist alles aus der Stadt raus, ne? Das ist Vorfahrt und die 1 ist so. So, das müsste klappen. Ne, wir wollen wieder durch. So, und hier genauso. Das lassen wir so, ne? Da machen wir noch nichts. Noch läuft ja alles. Wie geschnitten, sozusagen. 1600. Ich weiß gar nicht, wie wir haben, so viel haben wir nicht mehr nach, ne? 800. Er müsste das aber echt gerade nochmal rausholen, das Ganze, ne? Das wäre gar nicht mehr schlecht. Wenn wir das nochmal sozusagen in die... Noch einen Zug mehr, glaube ich, ne? Wir bräuchten vielleicht noch einen Zug mehr. Ach, ja, welchen? Den hier, ne? Gibt es hier noch einen? Ja, genau. So, in der Farbe. Sehr gut, jetzt haben wir zwei. Jetzt fahren da wenigstens zwei hin, ja? Kriegen wir den wenigstens weg. So, das haben wir. Und jetzt müssen wir... Warte, was ist hier? Warum ist hier ein Stromproblem? Was ist das Stromproblem hier? Aber Strom ist doch da, er fährt doch durch. Warum ist hier ein Stromproblem? Was ist das Problem? Warum ist hier... Das ist ja auch ein Strom. Warum ist hier ein Stromproblem? Warum ist... Was ist denn hier? Verstehe ich jetzt nicht. Warum ist hier ein Stromproblem? Landung nicht erlaubt. Ach, jetzt ist es weg. Was war das denn gerade? Was war denn das? Das ist klar. Was war denn das? Was haben wir hier noch? Das kann doch gebaut werden hier. Das kann doch gemacht werden, Jungs. Hau rein. Bau fortsetzen. So. Das müsste ja gehen, ohne dass sie sich ins Gehege kriegen, ja. Oder? Oder nicht? Warte mal, wie sind die Gleise? Wie sind die Signale? Dann hier mal kurz mal gucken. Signale. Alles offen. Was war das hier? Elektrizität, schon wieder Elektroproblem da unten drunten. Warum? Also wie gesagt, der Strom ist mir so, das ist mir so ein bisschen so eine zweite, nee, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das hier das Problem ist, weil hier ist Strom da. Da ist Strom vorhanden, das verstehe ich nicht. Und wir haben unten hier extra das große Ding gebaut. Es ist mir trotzdem... Also ich verstehe es nicht. Ist mir... keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Warum gerade der so ein Problem macht. Wie ist das denn hier hinten? Hier ist alles tutti. Da ist alles tutti. Bloß der hier macht Ärger. Der macht Ärger. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Das war nur so kurze Zeit und dann ist alles wieder gut auf einmal. Alles wieder klar. Alles wieder... Ja gut, ist klar. Wenn da nur einer drin arbeitet, dann ist das natürlich logisch, dass es ein bisschen problematisch gibt. Oh, was ist denn hier los? Ach, wird renoviert, oder was? Gebäudewartung. Oh, alles klar. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist hier denn los? Haben wir irgendwas übersehen? Alter Freund, noch zugenagelt. Gut, dann haben die Bauern da genug zu tun. Das ist schon mal schön. So, wie sieht's hier aus? Müllmäßig? Oh, müllmäßig. Warte, da müssen wir noch gucken. Da ist ein bisschen weit drin.
Ihr kriegt sie weggefahren. Super, ihr seid die Besten der Besten. So. Wir sind gerade so die 93% immer noch. 68. Das ist, oh, das steigt aber langsam, ne? Steigt aber langsam. Ist schon gar nicht mal schlecht. So, letzten Monat. 227 Geburten und 87 Todesfälle. Ist doch schön. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, bloß das hier, ne? 79%. Ach, das könnte besser sein. Hätte ich nichts gegen. So. Was denn, die Ruhe auf einmal, ne? Ach so, jetzt geht's wieder los. Was ist denn hier los? Da haben wir gesagt, Vollgas voraus, ne? So, er fährt wieder los. Schön den Sprengstoff verkloppen. Der ist unterwegs, ne? Der gute Mann. Na, der ist leer. Er fährt wieder nach Hause. Gut, aber der bringt ja auch, der Sprengstoff bringt richtig Kohle. Das bringt richtig Schotter rein. So, das ist voll, ne? Das andere ist auch voll. Verkehr läuft. Das wird gebaut, wunderbar. So, was haben wir hier drauf? Platten. Läuft auch. Also, ja, das ist ein Gedicht. Das ist ein Gedicht einfach nur. Sehr schön. Jetzt muss das bloß leer werden. Sonst kriegen wir das alles nicht untergebracht, glaube ich. Und wenn das läuft, wenn wir das dieses Jahr, wenn wir die nächste Ernte sozusagen durch haben, einmal probiert haben, wie viel kriegen wir raus? Haut das hin. Und wenn das denn hinhaut, dann müssen wir sehen, dass wir hier oben hier die Chemie hinbauen, dass wir das hinkriegen und vor allen Dingen auch unsere Gerinderwerkzeugskrams, ne? Kies, was wir hier heute Kleidungsstücke da muss ich gucken, ne? Fleisch, Fleisch, die Viehzucht. Genau, die wollen wir denn haben. 10 Tonnen Vieh, 20 Tonnen Pflanzen, was haben wir sonst hier noch? Na, was ist das hier, ein Livestock? Mit Biogas. Och, auch Biogas nebenbei noch. Okay. Animal Farm Plan 2. 150 Leute, 30 Tonnen Vieh. Ach, ja, oder wir machen die hier, ne? Die ist ja natürlich auch übersichtlich groß, ne? Ja, aber gut, wieder. Das müssen wir mal schauen. Was haben wir hier denn? Das ist die 2,5 modulare Livestock. Was ist das für eine? Das sind auch nicht. Was haben wir letztes Mal gebaut? Was die, ja? Das waren die hier, genau. Eine Schweinefarm. Ne, das sind die hier. Da. 50 Mann, 15 Tonnen. Ne? Die waren's. Die haben wir gebaut letztes Mal. Die waren's. Aber die anderen passen auch. Die passt schon fast besser, ne? 30 Tonnen Vieh. Warte mal, wie ist das mit dem Verbrauch? 25 Tonnen, 20 Tonnen. Oh, das ist ein bisschen knapp, ne? 30 Tonnen Vieh, 15 Tonnen Pflanzen, ist ein bisschen knapp. Aber ich sehe schon, die Folge ist wieder durch. Da bemühen wir uns nächste Folge mit. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.